Hallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns jetzt gemeinsam mal Telan an. Hierbei handelt es sich um einen der hinteren Bosse und der hat dementsprechend auch schon ein paar mehr Fähigkeiten, auf die wir genau achten müssen. Und gleich mal vorweg, der Bossfight selbst besteht aus drei unterschiedlichen Phasen. Jeweils bei 75 und 50% treten diese Phasen ein. Das bedeutet, die erste Phase geht eben von 100 bis 75, die mittlere von 75 bis 50 und die unterste dann, also die letzte Phase, geht ab 50% los. Vorweg, bevor wir jetzt mal auf die Fähigkeiten eingehen und worauf wir genau achten müssen, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis natürlich für alle Tanks. Und zwar gibt es hier einen bestimmten Debuff, welchen der Boss auf den Tank gibt. Und dieser stackt natürlich, wie wir es auch schon gewohnt sind, hoch. Und zwar handelt es sich hierbei um diese rekursiven Schläge. Hier ist dabei wichtig, dass der Debuff eben hoch stackt, dementsprechend nicht abläuft und zusätzlich der Tank, also die Leute, die davon betroffen sind, auch weiter Schaden kriegen, obwohl sie den Boss nicht mehr tanken. Das bedeutet also, nehmen wir an, der Main Tank nimmt zwei Stacks, danach nimmt dann der Off Tank zwei Stacks, dann bekommt der Main Tank weiterhin Schaden. Das bedeutet einfach nur für die Tanks, sie spotten sich immer wieder mal den Boss abwechselnd, damit die Stacks nicht bei einem nach oben gehen, sondern dass sie gleichmäßig nach oben gehen und es müssen die Heiler beide Tanks während des Kampfes konstant heilen. Ihr habt schon gesehen, es gibt immer wieder jede Menge Adds, welche erscheinen, die werden einfach von dem Off-Tank eingesammelt und nach Möglichkeit vom Boss weggezogen, denn ansonsten heilen sie sich. Also wenn es geht, der Off-Tank sammelt die jeweiligen Adds ein, die man einsammeln kann und zieht diese dementsprechend vom Boss weg. So, und dann wird es natürlich Zeit, gleich mal direkt einen Blick auf die Fähigkeiten zu werfen. Was haben wir so in der ersten Phase? Ganz wichtig, die parasitäre Fessel. Im Endeffekt könnt ihr euch das so vorstellen: Zufällige Spieler werden einfach gewurzelt. Wenn wir diese dispellen, entstehen eben solche Pflanzen, welche sich auf einen Spieler fokussieren. Wenn sie den erreichen, wird er wieder in die Wurzeln gepackt und währenddessen gibt es natürlich Schaden. Dann haben wir eine Fähigkeit, die sehr gefährlich ist. Das habt ihr gerade gesehen, auch schon mehrfach des Kampfes, dieser Solarkollaps. Das sind diese Energieflächen, die entstehen in einem großen breiten Kreis und dann ziehen sie sich in der Mitte zusammen und pulsieren für Schaden. Und wenn wir da drin stehen, müssen wir so schnell wie möglich rauslaufen, denn je mehr Ticks wir mitnehmen, umso mehr Schaden erleiden wir. Das Ganze wird besonders dann kritisch, wenn es in Zusammenhang mit einem kontrollierten Chaosfeld kommt. Ihr seht schon links drüben, das geht auch auf einen zufälligen Spieler, danach pulsiert es für Schaden und die Fläche wird immer größer, größer und größer. Und jetzt haben wir es gerade, dass es sich mit dem Solarkollaps überlagert und da geht es eben darum, dass sich der Boss oder beziehungsweise deswegen denken wir den Boss in der Mitte, damit sich der Raid breit um ihn verteilen kann, damit eben diese Fähigkeiten sich nicht ineinander überlagern und somit auch alle Spieler dementsprechend viele Möglichkeiten haben, das ein oder andere auch wirklich auszuweichen. Also stellt euch da breit auf, dann sollte das kein Problem sein. Hier haben wir jetzt wieder dieses Chaosfeld. Wie ihr seht, es explodiert, der Radius verdoppelt sich und danach verdoppelt er sich fast nochmal. Also das nimmt schon gut die Hälfte unserer Kampffläche ein, die hier dementsprechend von dem belegt wird. Und natürlich gibt es auch einen enormen Schaden, wenn wir da drinnen stehen bleiben. So, das war's mal mehr oder weniger aus der ersten Phase nochmal kurz zusammengefasst. Die Adds haben natürlich die höchste Priorität. Also wenn die da sind, tötet diese. Sie entstehen, sobald wir jemanden mit den Wurzeln dispellen. Und eben ganz wichtig für die Tanks, man kann es gar nicht oft genug sagen: Achtet darauf, dass der Debuff nicht so hoch stackt und für die Heiler heilt immer beide Tanks, denn auch wenn der Off-Tank, also der nicht gerade aktive Tank am Boss, erhält er trotzdem einen gewissen Prozentsatz an Schaden und je länger der Kampf dauert, umso heftiger wird das Ganze. Besonders da wir jetzt gleich in Phase 2 kommen und wie gesagt, bei Phase 2 gibt es ja neue Fähigkeiten, aber es ist jetzt nicht so, dass der aktuelle Boss neue Fähigkeiten bekommt oder ein zweiter Boss hinzujoint, sondern es ist einfach so, der Boss erstellt von sich selbst eine Abbildung und wir müssen von nun an gegen zwei Gegner kämpfen. Das bedeutet also, sämtliche Fähigkeiten aus der ersten Phase existieren auch weiterhin in der zweiten und es kommen neue Fähigkeiten hinzu.
Somit wird der Kampf, je länger er dauert, je weiter wir vorankommen, also Phase 2, Phase 3, immer schwerer, da es immer mehr Gegner werden und wir mit immer mehr Fähigkeiten klarkommen müssen. Noch ein ganz wichtiger Hinweis, die Gegner haben einen Shared HP Pool, das bedeutet also, wir können nicht einen wegnuken, sondern wir müssen praktisch beide mit unterbringen, dadurch, dass sich der Schaden aufteilt. Natürlich sind jetzt Klassen, welche vielleicht dort Schaden machen oder mehr Schaden auf mehrere Targets sind hier vom Vorteil, denn wir machen natürlich immer mehr Damage, weil eben auch hier mehr Gegner dementsprechend kommen. Also deswegen, ihr seht schon, wir haben jetzt eben Tilian als normale Version und dann Heem nochmal als Frost-Version, sage ich einfach dazu. Und was hier eine der neuen Fähigkeiten ist, sind eben diese drei Orbs, welche entstehen. Die werden wir gleich sehen. Das sind die sogenannten Plasmasphären. Die haben einen eigenen Lebensbalken, das bedeutet also, wenn diese sterben, gibt es eine AOE-Explosion. Und jetzt müsst ihr darauf aufpassen, sie dicken natürlich über Zeit von selbst runter, aber wir können eingreifen, wir können natürlich Damage auf die Fähren machen und somit eine gezielte Explosion auslösen. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall machen, denn wenn alle drei gleichzeitig explodieren, stirbt natürlich der gesamte Raid. Deswegen, wir fokussieren eine Kugel nebenbei, töten diese, der Rage-Schaden wird gegengeheilt, töten eine zweite Kugel, der Rage-Schaden wird gegengeheilt und die dritte, die lassen wir einfach aus, die stirbt dann eh automatisch und dann können wir den Schaden nochmals gegenheilen. So, das war's jetzt mal im Groben und Ganzen von den ersten zwei Phasen. Die dritte Phase haben wir jetzt in dieser Testserie nicht gesehen, also das war jetzt vom Damage her dann irgendwann mal einfach ein bisschen zu wenig, also es kommt dann in der Form einfach noch ein dritter Gegner dazu und das wird dann auch die Zeit, wo ihr auf jeden Fall Kampfrausch benötigen werdet, also Kampfrausch in der letzten Phase, wenn alle drei da sind, denn da geht's wirklich dann ab 50% darum, die einfach wegzu nuken. Je nachdem, wie viel Schaden ihr dabei habt, könnte es sich vielleicht ausgehen, dass ihr es am Anfang zieht, 8 Minuten später dann oder beziehungsweise 10 Minuten später, muss ich sagen, in der letzten Phase nochmal. Aber das müsst ihr dann dementsprechend, wie viel Raid-TPS ihr dabei habt, für euch selbst ausmachen. Ich möchte nochmal auf den schriftlichen Guide hinweisen, den findet ihr unterhalb des Videos verlinkt. Und wenn es irgendwelche Fragen geben sollte, gerne her damit, ab damit in den Kommentaren. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und viel Erfolg in der neuen Raid-Instanz.